Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Verehrte Zuschauer! Verehrte Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Sendestart von Astro TV aus unseren brandneuen Studios. Es erwartet Sie in voller Vorfreude die legendäre, unser Urgestein von Astro TV, Hilly Hotan. So, liebe Zuschauer, auch von mir einen wunderschönen Morgen hier aus den neuen Fernsehstudios. Und ich freue mich riesig, dass ich als allererste Beraterin hier Sie beraten darf. Also das ist mir eine ganz große Ehre und hoffentlich kommt ihr jetzt alle ganz zahlreich durch hier zu mir. Müsste wohl möglich sein. Und wir starten jetzt gleich mit meinen berühmten Lenormand-Karten für Ihre Zukunft. Ich mische die schon mal ein und ansonsten geht alles planmäßig. Jetzt bin ich gespannt, wer mein erster Gast ist. So, die Karten mische ich, das kennt ihr ja von mir, die berühmten. Ja, wir sitzen hier, wie gesagt, im neuen Studio, hier ist alles neu, ihr seht es ja. Und ich freue mich auf Sie, auf meine erste Kartenlegung hier in diesen neuen Studios. Wer wird sie wohl haben? Ich bin gespannt. Ich mische die Karten nur für Sie, ganz klar. Und freue mich auf Sie. Wer ist mein erster Gast hier? Ich bin gespannt zum Super Studio Blitz. Ja, unten dürft ihr euch raussuchen, Frage, Neuigkeiten, Liebe oder Finanzhighlight. So, wer ist mein allererster Gast hier in den neuen Studios? Wer ist durch? Hallo? Die Hannelore Marie. Hallo Hannelore Marie, was darf ich denn für dich schauen? Ein Rundumblick, bitte. Nee, wir machen Blitzrunde. Also dein Alter und Familienstand. Neuigkeiten. Ja, das ist gut. Das werde ich machen. So. Jetzt, Neuigkeiten bei dir sind auf jeden Fall eine familiäre Information, die du bekommst. Da meine ich, dass das um eine Hochzeit geht. Also das ist eine Einladung für dich. Dann zeigen die Karten ganz klar an, dass du eine wunderschöne Reise machst, wenn du dir das aufschreiben magst, Mai, Juni. Ja? Ja. Und man kann auch ganz klar sehen, keine wesentlichen Geldsorgen. Das finde ich auch immer wichtig. Also ja, ich sag schön. Immer, der Rubel rollt. Alles Liebe dir. Dankeschön, liebe Elli. Danke, ciao. So, ich bin gespannt, wer mein erster Gast ist hier. Mein nächster, nicht mein erster. Der erste war hier gerade eben. So, Karten werden gemischt. Wer ist nochmal bereit? Hallo? Hallo, ich bin Rosina. Rosina, okay. Dein Alter und Familienstand, dann schauen wir für dich. Ich bin 57 und geschieden. Ich arbeite. Ja, ja. Ihr Arbeit liegt auf jeden Fall ganz gut. Da kommt sogar eine deutliche Verbesserung. Mhm. Ja, das kann ich deutlich sagen. Und die Karten berichten auch davon, dass du nicht alleine bleibst. Du wirst dieses Jahr jemanden kennenlernen im August und meinen Karten nach ist es irgendwo in der Öffentlichkeit und das wird eine bleibende und tragende Partnerschaft. Ja? Okay. Alles Gute dir. Danke. Freu dich drauf, das ist wirklich gut. Ciao. Ja? Ja. Dankeschön. Bitteschön. So, wer ist am Apparat? Hallo? Ja, hallo, guten Morgen, hier ist Dorit. Hallo Dorit, guten Morgen. Ich hätte gern meine Neuigkeiten. Ja, da gucke ich mal. Dorit, wie alt bist du denn? 53. Mhm. Und Familienstand?
verheiratet. Also meine Karten zeigen auf jeden Fall an, das bleibt, ja. Kann keine Trennung sehen. Was mir auffällt, ist eine ganz große Familienfeier auch und auf jeden Fall auch etwas mit Veränderung da, wo ihr wohnt. Habt ihr vor, umzuziehen? Nee. Ist egal, da gibt es eine Veränderung, auf jeden Fall. Das aber, kann renovieren. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja? Alles Gute dir. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, wer ist mein nächster Gast? Ich freue mich für jeden, der es hier durchschafft. Im neuen Studio hier. Ich bin gespannt. Wer kommt hier durch? Hallo? Guten Morgen, hier ist Karin. Hallo, Karin. Ich hätte gerne mal den Glücksmoment oder Highlight. Ja, das machen wir für dich. Wie alt bist du? 75. Familienstand war Single bei dir, gell? Oder alleine? Ja. Bitte? Verheiratet. Ah ja. Also was ich sehen kann, eine schöne Reise steht an, das kann man sehen. Und ich meine auch zu erkennen, dass ich sehen kann, dass bei euch auch eine große Familienfeier liegt. Das ist zu sehen, ja? Ja. Also und ich sehe keine wesentlichen Sorgen in keinen Bereichen. Was sagst du denn dazu? Das ist doch gut. Na, alles gut. Liebe dir. Ciao, ciao. Na, danke. Tschüss. Dankeschön. Bitte schön. Ciao. Wer ist am Apparat? Hallo? Die Brigitte. Hallo, Brigitte. Schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich auf dich. Morgen. So. Machst du auch den Lebensblick? Ja. Dein ja, Alter. Mach. Ja, Moment mal. Dein Alter und Familienstand. Dann mache ich den. 74. Ledig. Und deinen Fernsehton ausmachen. Ich höre ja. Hör dein Fernsehen. Also ich habe da jetzt ganz ehrlich keine Beziehung mehr. Ja, also das wirklich nicht. Ich habe aber bei dir, dass du, ich sag mal so, ein gutes soziales Umfeld hast und dass du auch neue Leute kennenlernst. Aber ich habe keine Partnerschaft. Ja, alles Liebe dir. Ja. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. So. Also, jetzt, liebe Zuschauer, für die, die es noch nicht gemerkt haben, ja, neues Studio, neue Energie, also kommt hier durch und holt euch den Blick von mir. Ich bin da sehr ehrlich, sehr genau drin und ja, wer ist mein nächster Gast? Hallo. Hallo, hier ist die Christa, guten Morgen, Jenny. Hallo Christa, guten Morgen. Ich hätte gerne einmal das Finanzhighlight. Ja, wie alt bist du? 55. Also, du bekommst ganz sicher von einem Amt oder Behörde liegen ganz gute Karten hier. Ja. Über Geld. Also, das Geld ist, es ist allerdings so, dass dir das zusteht, ja? Ja. Aber mit der Höhe rechnest du nicht, ja? Das kann irgendetwas mit Finanzamt zu tun haben. Und das wird dich ganz positiv überraschen. Alles Liebe dir. Ciao. Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. So, wer ist mein nächster Gast? Hallo? Ja, das sollten Sie nicht tun. So. Wer ist am Apparat? Hier, ich bin's, Manuela. Manuela, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin 53 und geschieden. Und ich hätte gerne die Neuigkeiten. Ja, das machen wir doch für dich. Ich mische die Karten schon ein, nur für dich, und dann geht es los. Also, meine Karten zeigen ganz eindeutig an, Neuigkeiten haben auch was zu tun mit Geld, also mit Beruf. Da gibt es eine Verbesserung, mit der du nicht gerechnet hast. Ja? Das Ganze wird laufen Mai, Juni. Also freu dich wirklich drauf, das sieht sehr gut aus. Ja? Alles Gute dir. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Gute Berufskarten, ja, wo eben auch noch eine Wertsteigerung mit Geld kommt.
So, und jetzt haben wir kurze Informationen. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem weißen Laufband am unteren Bildschirmrand. Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt wieder bei euch und zwar aus den neuen Sendestudios. Das ist der erste Tag, ich weihe es ein und freue mich natürlich riesig darüber. Das sind ganz neue Energien natürlich. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch und mit euch die allererste Stunde zu genießen. Ja? So, ich bin gespannt, wer mein nächster Gast ist. Wir sind beim Super Studio Blitz. Ich bin gespannt. Wer ist am Apparat? Hallo? Ja, guten Morgen. Hier ist die Heike. Hallo Heike, guten Morgen. Ich wollte fragen, wie geht's bei meinem Sohn schulisch oder beruflich weiter? Wie alt ist er? 22. Und was macht er denn noch für eine Schule? Um Himmels Willen? Berufsschule oder wie? Nee, ob er ein Studium macht. Ein Studium macht er, ja. Ja? Ab wann? Ja, ab Herbst. Wenn das Neue anfängt nach den Sommerferien. Ja? Und wird das gut? Das wird sogar sehr gut. Warum soll das nicht gut werden? Ja gut, man macht sich so seine Gedanken. Nein, nur. Brauchst du aber nicht. Er ist sehr intelligent. Das Einzige, was ich gerade so ein bisschen sehe, er ist nicht immer so ganz fleißig. Aber ich kann sehen, es wird ihm große, große Freude machen. Super. Und er wird es auch mal zu was bringen. Ja, das ist auch wichtig. Was will er denn studieren? Im Ingenieurbereich. Ja, genau. Also vor allem kann ich bei ihm ganz klar sehen, das Ausland. Ja? Ah ja. Ja, was also mal das? Später. Ja, dass er mal durch seinen Beruf in der ganzen Welt umeinander gondeln wird. Die Airplanes und Airports der Welt werden mal sein Zuhause sein. Ja? Aber ja. Durch den Beruf. Ah ja. Alles Liebe euch beiden. Ja, ciao. Danke. Tschüss. So, wer ist am Apparat? Hallo? Ja, hallo Heidi, guten Morgen, hier ist Sabine. Hallo Sabine. Ich hätte gern die Neuigkeiten, bitte. Wie alt bist du denn, Sabine? Dann machen wir das. 49 und Single. Ja, die Karten sprechen davon, da gibt es... Ja, ich guck mal gerade. Oh ja, gut. Da gibt es eine neue Beziehung bei dir. Ja? Mhm. Mhm. Und das dürfte durch die Öffentlichkeit sein. Also im Leben nicht durch die Medien. Ja? Mhm. Also nicht durch Internet oder sowas. Mhm. Also das sieht eindeutig richtig gut aus. Freu dich ja. Drauf. Okay. Ja? Cool. Alles Liebe, ganz großes danke, Glück. Ja, danke, tschüss. Wer ist mein nächster Gast? Hallo. Eieiei. Wer ist mein nächster Gast? Hallo, guten Morgen, mein Name ist Christina. Hallo Christina, ich freue mich auf dich. Ich habe eine Frage auch zu meiner Tochter und zwar auch der schulische berufliche Werdegang. Sie ist momentan also in der 12., also es ist jetzt gerade das Fach Abi. Geht sie weiter bis in die 13. oder hat sie sie hat jetzt gestern Ausbildungsplatz bekommen, sie möchte unbedingt runter. Also meine Frage ist, was da gut oder besser für sie ist, die 13. da noch. Wieso, was ist denn die 13., wenn sie Abitur hat, hat sie doch Abitur. Ja, ne, aber es gibt ein Fachabi, das ist ein 12. Okay. Ja, das ist bei uns so. Also jetzt mal ganz die Ruhe. Ich kann sehen, der Ausbildungsplatz, magst du mir mal sagen, was das ist? Großhandelskauffrau. Ja, Außenhandelskauffrau. Ganz gut, machen. Ja? Ja. Ja. Also sie kann sich dort total weiterentwickeln und das ganze Gebiet der Zahlen, Paragraphen und Fakten, das ist ihr Ding, ihre Begabung, glaub es mir. Ja gut, sie ist eben Mathe, also, Leistungskurs. Ja. Stimmt. Alles Liebe, aber das danke. Geht ganz gut nach oben bei ihr. Sie wird mal eine Bombenkarriere machen. Okay. Alles Gute. Ciao. Ich danke. Bitte. Tschüss.
Wer ist am Apparat? Hallo? Hallo, hier ist Petra. Hallo, Petra. Ich habe eine Frage zu meinem Sohn, ob er die Schule alles so schafft, wie er sich das vorstellt. Ja, sag mir mal bitte sein Alter. 18. 18? Auf welcher Schule ist das? Gymnasium oder was? Er möchte gerne sein Abitur machen. Und das macht er sogar sehr gut? Ah, dann ist es ja, das ist ja sein Ziel. Ja, dann wird studiert. Ja, das weiß er noch nicht genau, aber meine Karten wissen das. Ja. Ja? Und gut, alles richtig gemacht. Freut euch drauf. Okay, vielen Dank. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. Wer ist am Apparat? Hallo? Oh, das solltet ihr nicht tun. Uiuiui. Naja, jetzt kommt gleich der Nächste durch. Wer ist am Apparat? Hallo? Oh, hallo, hier ist der Werner. Hallo, Werner. Schön, dass du bei mir bist. Ich lege schon hurtig deine Karten aus. Jawohl, ich möchte gerne die Glücksmomente, bitte. Ja, das machen wir. Wie alt bist du denn? Ich wäre 50. Und Familienstand? Erledigt. Also das bleibst du mit Sicherheit nicht. Das sagen die Karten ganz deutlich, dass du auf jeden Fall noch vor Sommer jemanden kennenlernst. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht gleich eine ganz enge, aber das wird sehr stabil werden. Die Dame ist auf jeden Fall frei. Die Dame ist wirtschaftlich unabhängig in hohem Maße. Und es gibt eine ganz glückliche, liebevolle Beziehung. Ja? Ja. Alles Gute dir. Jawohl, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Güte, das geht ja wie Spritzelbacken heute Morgen. Wer ist aber... Oh, jetzt habe ich es gesagt und jetzt ist schon das... So, ich bin gespannt, wer mein nächster Gast ist. Wer kommt hier denn jetzt durch? Hallo? Ja, hallo, hier ist die Elke. Guten Morgen. Hallo, Elke. Guten Morgen. Ich wollte fragen, ich bin zurzeit krankgeschrieben, weil ich von meiner Arbeit Ausschläge habe. Gehe ich an meinem Arbeitsplatz nochmal zurück oder werde ich was anderes bekommen? Beides. Also, pass mal auf, du wirst einen tollen neuen Job bekommen. Aber was die Karten dir dringend raten, du solltest da schon noch mal hingehen und ganz normal dort deine Arbeit beenden, also mit der normalen Kündigungszeit. Weil das macht sich in den Zeugnissen bemerkbar überhaupt. Das ist keine gute Presse, wenn man da einfach ein Arbeitsverhältnis beendet, weil man Krankheit eben so ein bisschen verlängert und dann nicht mehr hingeht. Macht sich nicht gut, mach es nicht. Gut. Aber du wirst eine top neue Stelle kriegen, wenn du das beachtest, was ich sag. Ja? Ja. Sehr gut sogar. Und wann wird das sein? Das wird zum Juli sein. Mhm. Aber du musst natürlich suchen. Ja, klar. Ja. Die Stelle kommt ja nicht in den Briefkasten, der Arbeitsvertrag. Aber beherzige meinen Tipp von den Karten, dass du, wo du jetzt arbeitest, nochmal hingehst und da einfach nicht, wie du das jetzt im Moment so ein bisschen machst, wegbleibst und sagst, du bist krank. Das ist keine gute Presse und du willst ja ein ordentliches Zeugnis haben. Ja? Mhm. Okay. Alles Liebe dir, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao, tschüss. Tschüss. So, wir sind hier, wie gesagt, im neuen Fernsehstudio und alles ist neu, auch die Energien. Und das ist eine tolle Sache hier. Wer ist am Apparat? Hallo? Guten Morgen, Hilde, Christa Maria. Hallo, Christa Maria. Ich hätte gerne die Glücksmomente, bitte. Wie alt bist du denn, Christa Maria? 69 und alleine. Ja. Also, sag mal's mal so, du kannst, also die Vitalität liegt bei dir top, der Lebensbaum geht in die Unendlichkeit, ja. Also, du wirst, ich sag immer liebevoll, eine alte Schachtel, ja. Dann kann man ganz klar sehen, keine wesentlichen Geldsorgen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe keine neue Partnerschaft. Wenn ich was sehe hier, ist es der gute Freund oder überhaupt einen guten Freundeskreis, ja. Den kann man wirklich sehen bei dir. Also freu dich drauf, ja. Alles Liebe dir. Aber sonst ist dein Leben stabil. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. So, kurze Infos, liebe Zuschauer.
Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem weißen Laufband am unteren Bildschirmrand. So, liebe Zuschauer, ich habe gerade eben gehört, dass wir in die große Runde gehen, also in klassisch in den großen, legendären Rundumblick. So, ich freue mich auf Sie zum ersten Rundumblick im neuen Fernsehstudio. Ach, hier riecht alles noch so neu, sehr schön und hat gute Energien, das spüre ich. Und ich bin gespannt, wer jetzt durchkommt zum ersten legendären Rundumblick. Und frage mal die Regie nach einem Mineralwasser, bitte. Hallo? Ja. So. Ja, was ist das denn? Ah ja, das können... So, wer ist mein nächster Gast? Wer kommt hier durch? Hallo? Ja, hier spricht Gerlinde. Hallo Gerlinde, guten Morgen. Ich bin 71 und geschieden. Ja. Die große Familienfeier steht an. Ja? Schreibt ihr es ein bisschen auf. Keine wesentlichen Geldsorgen, kann ich auch nicht sehen. Mhm. Also es ist alles ganz gut. Und man kann ganz klar erkennen, dass du auf jeden Fall auch ganz gute Karten hast, was die Vitalität angeht. Ja? Ja. Große Familienfeier haben wir, keine Geldsorgen. Du kannst da wohnen bleiben, wo du wohnst. Du machst übrigens dieses Jahr einen wunderschönen Urlaub. Mhm. Ja, freu dich drauf. Ja. Jo, du hast gute Karten. Ja. Und einen guten Lebensbaum, jawohl. Alles klar, vielen Alles klar. Dank. Danke, ciao, ciao, ja, tschüss. Tschüss. Wer ist am Apparat, hallo? Ja, guten Morgen, Martin, Telefon. Hallo Martin. Dein Alter und Familienstand hätte ich gerne. 37 und in einer Beziehung. Mhm. Was hättest du denn gerne gewusst? Egal, einfach mal so. Was machst du? Was machst du denn beruflich? Also momentan bin ich Abteilungsleiter und jetzt komme ich in die Technik, also Spezialist. Mhm. Das muss ich dir sagen, Gratulation, das wird nur gut sein. Guck dir das mal an, das sind die Jokerkarten, das wird nur gut sein. Und du steigst nochmal in Olymp auf, also freu dich drauf, ja? Okay. Und das macht sich auch materiell bemerkbar, auf jeden Fall, alles Gute. Danke, ganz super, danke große dir. Klasse, tschüss. So, wer ist mein nächster Gast im neuen Studio hier, muss es noch mal sagen. Wir sind in den... Ja, das ist mein Astromorgen hier und eine besondere Ehre, als erste Beraterin hier zu sein in den neuen Räumen. Das sind noch super Energien, könnt ihr euch vorstellen. Und ich freue mich einfach auf Sie. Wer ist denn jetzt am Apparat? Hallo? Guten Morgen, das ist Maria. Hallo Maria, guten Morgen. Kann ich den Rundumblick für meine Tochter haben, bitte? Ah ja, aber hallo, immer. Sag, wie okay. alt ist sie und wie heißt sie? Isabella und sie ist 26. Isabella, schöner Name. Und sie hat eine Beziehung. Und da bist du nicht mit einverstanden, oder was? Doch. Okay. Wir schauen. Wir schauen. Also, die Beziehung bleibt, aber die beiden sind noch nicht verheiratet. Nein. So, die Hochzeit wird kommen nächstes Jahr.
Ist auch die Beziehung ist gut, ja, sonst würde ich es dir nicht sagen. Ja. Aber was auch ganz deutlich bei ihr zu sehen ist, sie wird eine berufliche Karriere noch machen, dass die Heide wackelt, ja? Das kann man sehen. Ja, ja. Also wunderbar. Sie wird aufsteigen. Sie wird nochmal durch Können und durch Fleiß und durch Intelligenz ganz viel Geld verdienen. Ja? Freu dich drauf. Ja, super. Wenn man so eine Tochter hat, die so tüchtig ist, also das ist doch schön. Ja? Alles Gute dir. Ciao, ciao. Tschüss. Super, danke. Alles Liebe. Danke. Ja, danke. Tschüss. Also, liebe Zuschauer, wir haben natürlich, wir würden uns freuen, wenn wir so ein Feedback kriegen, wie Sie das neue Studio finden. Könnt ihr ja mal durchklingeln in der Regie. Also, man hat sich ganz viel Mühe gegeben. Also, das sind wirklich ganz gute Energien hier. Mir gefällt es sehr gut. Von der Atmosphäre her, muss ich mal ganz eindeutig sagen. Also, das ist richtig schön hier. So, wer ist denn am Apparat? Hallo? Guten Morgen, Martina ist hier und ich hätte gern meinen Hund unbedingt. Ja, Martina, wie alt bist du denn? 70. Und dein Familienstand noch, Martina? Wie ist der? 70. Ja, dann schauen wir mal. Ja, also, du hast einen sensationellen Lebensbaum, auch Club der 100-Jährigen, ja? Dann kann ich bei dir sehen, du darfst da wohnen bleiben, wo du wohnst, wenn du das möchtest. Du musst auf gar keinen Fall umziehen, das ist auch immer wichtig. Geldsorgen kann ich bei dir auch keine sehen. Alles gut, ja? So, was möchtest du denn jetzt noch wissen? Eine Frage hast du noch frei. Wie es weitergeht in meinem Leben, ob ich noch mal einen Mann kennenlerne? Einen guten Freund. Einen Mann, ja klar, in Form eines guten Freundes. Aber ich habe nicht, dass du noch mit jemandem zusammenziehst. Das glaube ich ja nun nicht. Ja? Alles Gute dir, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao, tschüss. Danke. Der legendäre Rundumblick ruft im neuen Fernsehstudio hier, liebe Zuschauer. Super positive Energien natürlich, das könnt ihr euch vorstellen. Und wir gehen jetzt anonym, höre ich gerade, der legendäre Rundumblick, den gibt's anonym. Anonym, intensiv, freut euch drauf. Also, liebe Zuschauer, ich freue mich auf Sie, sowas, denn wir sind hier in unserem neuen Fernsehstudio in Berlin am Flughafen und ich freue mich riesig auf Sie, dass ich hier, ja gut, ich bin nun auch die älteste Beraterin von der Zeit her, ich bin schon fast 20 Jahre dabei, dass ich hier den Start machen darf mit euch, das freut mich natürlich riesig, das ehrt mich sehr. Und Sie sehen, ja, es ist wunderschön hier. Also alles riecht noch ganz neu, also wunderbar. Und wer ist jetzt mein nächster Anrufer? Ich freue mich auf Sie und Sie hoffentlich auch auf mich. Und dann gucken wir zusammen in Ihre Zukunft. So. Kurze Infos für Sie, liebe Zuschauer, dann bin ich wieder bei Ihnen. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem weißen Laufband am unteren Bildschirmrand. So, liebe Zuschauer,
ich bin's wieder, die Hilli Hotan im niegelnagelneuen Fernsehstudio. Also super Energien hier, das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Und für mich ist es natürlich eine große Ehre, dass ich die erste Sendung hier mit Ihnen machen darf. Und ja, es ist schon sehr schön hier alles. Also wenn man das esoterisch sieht, ich sage nochmal ganz, ganz gute Energien. Das ist ja ganz wichtig, auch für die Beratung. Und ich freue mich auf euch da draußen, wenn ihr jetzt wie üblich euch einwählt an diesem Morgen. Ich bin noch da jetzt bis 8 Uhr, dann eine Stunde Pause, nochmal eine Stunde und dann geht's ab auf den Flughafen und nach Hause. Aber das Studio eingeweiht habe ich noch. So, wer ist denn jetzt am Apparat? Hallo? Ja, hier. Hallo? Ja, den mache ich dir, Monika. Monika, wie alt bist du denn? Und Familienstand? Du arbeitest noch? Wenn du wollen würdest, du würdest noch was bekommen im kleinen Bereich. Ja, das kann man sehen. Okay? Musst du nicht, aber kannst du. Also, was meine Karten ganz klar sagen, du wirst auf jeden Fall sehr alt werden, denn du hast einen guten Lebensbaum, Mensch. Ja? Dann zeigen die Karten auch an, du kannst da wohnen bleiben, wo du wohnst. Auch wichtig. Ja, also man, außer du willst selber umziehen. Aber vom Außen kommt das nicht. Ja, das kann man sehen. Dann zeigen die Karten, generell steht dein ganzes Leben unter einem guten Stern. Das liegt hier. Und das bleibt auch so. Und auch materielle Dinge sind mehr wie stabil. Ja? Also toll. Hast du noch eine Frage? Einen Schuss hast du noch frei. Also ich sage deutlich ja, ohne Abstriche sogar. Alles Liebe dir. Ja, danke. Ja, ciao, ciao. Hui. So, liebe Zuschauer, wer ist mein nächster Gast? Und nochmal sage ich es, wir sind super Energien, denn wir sind in unseren neuen Fernsehstudios. Und da fühlt man sich von Anfang an pudelwohl. Alles riecht noch, wisst ihr, wenn ihr renovieren lasst oder so, da riecht ja immer danach alles nach Farbe und so weiter. Und das ist hier auch, ja. Und das ist natürlich schön. Ich liebe sowas, ja. Wenn man richtig merkt, dass alles noch ganz neu ist und die Energien, die sind gut, ja. Und das ist natürlich schon auch was Wichtiges. So. Und jetzt sich Ihren anonymen Rundumblick sichern. Wer ist denn am Apparat? Hallo? Monika. Monika, schön, dass du bei mir bist. Na? Ist schön geworden. Mensch, Gott sei Dank. Das ist, also, ich fühle mich auch ganz wohl hier auf Anhieb. Ja, so, erzähl mir. Ja, ja, wie alt bist du denn? Dann machen wir das. Also, was drin liegt, du wirst eine alte Schachtel, ja, mal ganz ehrlich gesagt. Lebensbaum liegt gut. Auch dir geht es so gut vom Wohlstand her. Also das Materielle, das blubbert bei dir richtig, ja. Das kann man, und da, das wirst du auch zugeben, dass das so ist. Und das bleibt auch so. Dann kann ich bei dir sehen, dieses Jahr machst du noch einen traumhaften Urlaub. Also richtig gut. Freu dich drauf, ja. So, du bist in keiner Beziehung. Ich bin schon der Meinung, dass du noch jemanden kennenlernst. Aber ich habe jetzt nicht mehr, dass du noch heiratest, natürlich. Aber es gibt noch eine schöne Beziehung über zwei Wohnstätten. Zumindest am langen Anfang. Du bleibst, wo du wohnst und er bleibt, wo er wohnt. Wunderbar. Toll. Ja. Ich würde sagen, im schönen Wonnemonat Mai. Und den Mann wirst du auch draußen kennenlernen, in der Öffentlichkeit. Ja.
Alles Liebe dir. Ja, aber ganz kurz. Ja, du, ja, aber weil du möchtest, hobbymäßig, nicht weil du musst. Nicht wegen Geld, wegen Freude, ja? Alles Liebe dir. Danke, ciao, ciao. Ja, danke, tschüss. So, wer ist mein nächster Gast? Und liebe Zuschauer, unser Studio ist nigelnagelneu und ich habe die ganz große Ehre, die erste Beraterin zu sein, die hier die erste Stunde mit Ihnen macht. Das freut mich natürlich sehr. Und jetzt, wer ist mein nächster Gast? So, wer kommt zu mir jetzt durch? Wir sind intensiv anonym. Wer ist denn am Apparat? Hallo? Hallo, Sonja. Gut. Ja. Ja, dann machen wir, Sonja. Wie alt bist du denn? Na, junger Hupfer noch. Jo, naja, da ist man heute noch nicht alt. Sag mir mal, ja, siehste, sag mir mal, bist du in einer Beziehung? In welcher Gegend bist du denn? Das ist nämlich auch immer wichtig, wie schnell man jemanden kennenlernt. Ja, da bist du bei mir in der Nähe. Nee, Mainz. Mainz, Bingen, nee, Bingen ist so bei Koblenz. Nee, Bingen ist auf der Gegenseite von Mainz, so. Ja, ja, da bist du in meiner Nähe, so. Ich bin nur auf der anderen Seite vom Main, bei Wies. Ja, die Wiesbadener Seite, so. Also, was die Karten sagen, Vitalität, großartig, ja. Dann auch gute Geldkarten. Aber die kommen jetzt nicht unbedingt, was machst du denn beruflich noch? Ah ja, okay. Also wo immer das auch herkommt, vielleicht machst du noch einen kleinen Zusatzverdienst oder sowas. Also würde ich mal sagen. Ja? Ja, was hast du denn für eine Frage? Und ich kann sehen, du lernst noch jemanden kennen. Das wollte ich dir gerade sagen. Ja? Und auch was Bleibendes und Festes. Also das sieht richtig gut. Ja, das kann ich sehen, das wird so sein. Dieser Mann ist frei und glücklich geschieden und auch gerne geschieden. Also nicht, dass da noch nachtarockt wird, sondern der hat dann wirklich die Freiheit, sich ganz auf dich zu konzentrieren. Ja, alles Liebe dir. Naja, aber nicht viel, also unwesentlich. Also der ist jetzt nicht 10 Jahre älter. Vielleicht 1 oder 2. Ja, das glaube ich auch. Das sieht sogar sehr gut aus. Bitte schön. Ja, danke. Tschüss. So, liebe Zuschauer, ich freue mich auf euch hier aus dem neuen Studio hier mit Ihnen zu sprechen. Und ich bin jetzt gespannt, wer als nächstes zu mir durchkommt. Also, mein Timetable sieht so aus. Ich bin jetzt bis 8 Uhr bei euch, habe dann eine Stunde Pause, komme nochmal von 9 bis 10 Uhr und dann geht es ab auf den Airport Berlin und das Flugzeug wird mich dann, wie gesagt, nach Frankfurt Main bringen. Ich komme am 11. März wieder zu euch. Für 5 Tage freue ich mich natürlich schon riesig drauf. Aber jetzt geht es erstmal nach Hause. Da freue ich mich natürlich auch. Weil ich war ja schließlich jetzt fast eine Woche da. Und ja, ich komme immer sehr gerne, aber man geht auch gerne wieder nach Hause. Das ist ja klar. Und überhaupt in die schöne Gegend, wo ich wohne, im schönen Rheingau, wo der Rhein fließt und die Millionen von Weinbergen sind. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist schon spirituell auch was Schönes. Ja, muss man ja immer wieder sagen. So, jetzt bin ich gespannt. Anonym, intensiv. Und kurze Infos höre ich gerade.
Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem weißen Laufband am unteren Bildschirmrand. So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt für die nächsten 10 Minuten für Sie da, bis die Stunde zu Ende ist. Komme dann nochmal, natürlich von 9 bis 10. Freue mich wirklich sehr auf Sie und jetzt aber auf meinen nächsten Anrufer. Ich bin gespannt. Also, unten steht's 100% anonym, 100% intensiv. Freut euch drauf. Bitte? So, jetzt, liebe Zuschauer, wer ist mein nächster Gast? Und wir gucken in meine ganz berühmten Lenormand-Karten. Das ist auch wichtig. Und die sind ja, das waren einer der ersten Kartendecks überhaupt, die entstanden sind mit den Tarotkarten. Mir gefallen die sehr gut. Die haben eine wunderbare Bildsprache, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wer ist mein nächster Gast und kann das dann auch genießen? Die eignen sich ganz hervorragend für den großen Rundumblick. Ich bin gespannt. Wer wird mein nächster Gast sein? Wer kommt hier denn jetzt zu mir durch? In das neue Fernsehstudio, liebe Zuschauer. Es ist überhaupt die erste Stunde hier heute Morgen von 7 bis 8, wo jetzt draus gesendet wird. Und ja, ist alles schön. Super positive Energien, kann ich ja euch sagen. Und es sieht alles richtig gut aus. So. Wer ist mein erster Gast, der jetzt bei mir ist? Mein nächster, nicht mein erster. So. Ich bin gespannt. Wer kommt jetzt zu mir durch? Ihr könnt den legendären Rundumblick haben. Und ich lege den sehr gerne, weil man eben ganz vielfältig einiges sieht. Also, ich bin gespannt. Wer hat jetzt Lust und Muße? Wer ist mein nächster Gast? Oh, ich freue mich. Hallo Manuela, was darf ich denn nochmal schauen? Nee, aber das Gleiche, das bringt doch nichts. Wie alt? Ja, genau, da kann ich mehr mit anfangen. 3, 6, 9. Wir gucken. Wie alt warst du, Manuela? Machst du mal bitte deinen Fernsehton aus? Ja, so. Also, da kommt tatsächlich eine neue Partnerschaft. Das wird aber erst im Sommer sein. Den Mann wirst du ganz klar kennenlernen, wenn du draußen unterwegs bist. Also das muss ich mal ganz eindeutig sagen. Und das sieht auch richtig gut aus. Der Mann, den du kennenlernst, ist frei, ist glücklich geschieden und wirtschaftlich sehr unabhängig, ja? Und der macht beruflich etwas mit Zahlen, Paragraphen und Fakten. Also das kann ich sehen. Und es wird vor allem auch eine bleibende Beziehung, ja? Ja, freu dich drauf. Alles Liebe dir, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao, tschüss.
So, wer ist mein nächster Gast? Ich freue mich, Sie haben zu erwarten. Erstens mal, hier sind wir in einer ganz neuen Umgebung. Das hat natürlich auch gleich super Energien. Aber wie gesagt, anonym und intensiv. Und ich lege sehr gerne meinen traditionellen, legendären Rundumblick. Also, ihr wisst, dass der gut ist und dass der informativ ist und dass der auch ganz viele Informationen hat. Also das muss man eindeutig auch mal sagen. So. Wer ist mein nächster Gast hier? Wir haben noch einige Minuten in der ersten Stunde. Ich habe dann eine Stunde Pause und bin dann nochmal da von 9 bis 10. Und dann, wie gesagt, geht es nach Hause. Ich komme aber wieder am 11. März und freue mich auf Sie. Wer ist am Apparat? Hallo? Guten Morgen. Ja, vielen Dank für... Ja, wie alt ist er denn? Und Familie, achso, der ist mit... Noch ledig ist er. Okay. Schauen wir mal. Ja, Moment mal, wie alt ist er denn? Und arbeitet noch. Ach so. Ja, also es ist so eine ganz leichte Depri-Phase, aber ich kann sehen, wird garantiert jetzt ab März besser, das kann ich sehen. Ja? Ja, ja, auf jeden Fall, sonst würde ich dir das auch nicht sagen. Ja? Sieht gut aus. Und ich meine, nein, er wird mit dir zusammengehen. Ich kann zum Beispiel auch sehen, dass ihr eine wunderschöne Sommer, im Sommer einen wunderschönen Urlaub macht. Was sagst du denn dazu? Ja, aber das ist ganz deutlich zu sehen. Und sag, und nein, nein, ja, leichte, habe ich ja gesagt, ja, leichte. Müsst man mal gucken, also was da so ist. Ja, nee, da, Geld gibt's nur durch Arbeit. Das, sonst, ich habe nicht, dass der liebe Gott Maniana regeln lässt. Nein, aber da gibt's ja Versicherungen für. Also die ich, ja genau. Und ich meine, das zu sehen, dass das gar nicht schlecht ist, ja. Also, ihr kommt zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Wer ist mein nächster Gast? Sichern Sie sich anonym Ihren Rundumblick. Wer ist am Apparat? Hallo? Hallo Susanne, guten Morgen. Ja. Gehört dir das Restaurant oder wie ist das? Und du meinst, aber dann hast du doch das ein bisschen in der Hand. Ach so. Also das ist halt so. Also was die Karten dir empfehlen, du müsstest halt natürlich dauerhaft dort sein, sonst weißt du gar nicht, was die da alles hinter deinem Rücken machen. Oder andere Alternative, wenn du sagst, du willst die andere Arbeit behalten, kannst du auch, aber dann müsstest du eine Person deines Vertrauens eben da hinsetzen. Oder von denen, die da sind, jemand eben sagen, also hör mal, wenn ich nicht da bin, dann hast du die Priorität, auch den Anweisungen zu geben. Jemand, der weisungsbefugt ist, nennt man das. Ja, okay, dann muss, ja, nein, aber du musst die dann entlassen, das ist doch wohl klar. Eine Mitarbeiterin, darf ich mal bitte ausreden, eine Mitarbeiterin, die nicht loyal hinter dir steht,
mit der kannst du gar nichts anfangen, ja? Ja gut, dann musst du mit ihr reden und musst du gegebenenfalls gehen. Ja, alles Gute dir. Bis dann. Kurze Infos, liebe Zuschauer, dann sind wir wieder da. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem weißen Laufband am unteren Bildschirmrand. So, liebe Zuschauer, ich bin wieder da, noch ein paar Minuten in der ersten Stunde. Ich habe da eine Stunde Pause, kommt dann aber noch mal eine Stunde. So, wie Sie sehen, wunderbar hier das neue Fernsehstudio. Ich hoffe, das gefällt euch allen draußen. Also gute Energien hat es, das spürt man, wenn man das jetzt mal esoterisch sieht. Und ich bin gespannt, wer mein nächster Gast ist und durchkommt. Anonym Ihren Rundumblick. Und nur noch wenigen Minuten in der ersten Stunde. Ich bin dann von 9 bis 10 nochmal da, bevor ich dann nach Hause fliege. Und somit habe ich dann das Studio eingeweiht. Bin ich ganz stolz drauf. So, wer schafft es hier denn jetzt durch zu mir? Ich warte auf meinen nächsten Rundumblick und der wird intensiv werden. Anonym und intensiv. Wer ist am Apparat? Hallo? Hallo? Hallo, Roswitha. Dein Alter und Familienstand. Dein Geburts... Okay. Also erstmal kann man sehen, dass du da wohnen bleiben kannst, wo du wohnst. Du musst nicht umziehen, ja? Dann sagen die Karten ganz eindeutig, du hast auf jeden Fall auch ganz gute Karten hier liegen, was ich sehen kann, was Vitalität anbelangt, ja? Und ich meine auch, dass du noch jemanden kennenlernst. Also das ist zu sehen, du wirst nicht alleine bleiben. Aber ich kann natürlich keine Heirat oder sowas sehen, ja? Das natürlich nicht. Ja? Nein, aber dass du jemanden kennenlernst, wo man so Dinge unternehmen kann, das kann ich schon sehen. Ja? Also, freu dich drauf. Du hast wirklich ein gutes Jahr vor dir und das bleibt dann auch. Ja? Alles Gute dir. Ciao, ciao. Tschüss. Bitte. Ciao. Ja, anonym und intensiv, das ist doch gut so. Niemand hört sie, niemand stört sie, ist doch gut. So, wer ist mein nächster Gast? Und vielleicht auch, ich weiß es nicht, ist das für diese Stunde dann schon der letzte? Wir werden sehen. Und ich komme dann nochmal 9 Uhr bis 10 Uhr zu euch. Jetzt, wer ist mein nächster Anrufer? Ich freue mich auf Sie. Komme dann nochmal, wie gesagt, um 9 bis 10. Für alle die, die noch morgenmuffelig sind, habt ihr eine zweite Chance mit mir zu reden von 9 bis 10. Und da freue ich mich auch drauf.
Ich höre gerade, das wird die letzte anonyme Beratung sein und ich komme dann am 9 bis 10 nochmal auf Sie zu, hier aus dem Fernsehstudio, aus dem 9. Aber jetzt haben wir die letzte Beratung in dieser ersten Stunde. So, ich bin gespannt. Regie, ich habe mal eine Frage, kann ich meine Sachen in dem Studio lassen oder muss ich rausnehmen? Geht sie in ein anderes Studio? Okay, dann lasse ich alles hier. So, die letzte Beratung und die ist anonym. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf meinen nächsten Anrufer. Es folgt die letzte anonyme Beratung. Bin gespannt, wer mein letzter Gast ist in der ersten Stunde. Wie gesagt, ich komme dann nochmal auf Sie zu von 9 bis 10. Ja, nach mir kommt meine Kollegin, die Anne Zwirner, direkt im Anschluss nach mir. Okay, liebe Zuschauer, ich erwarte jetzt meine letzte Anruferin hier in der ersten Stunde und ich berate sie dann hier natürlich ganz ordentlich und richtig lange. Und dann gehe ich eine Stunde in Pause und komme wieder von 9 bis 10 zu Ihnen. So, wer ist am Apparat? Hallo? Ja, hier ist die Antje. Hallo Antje, guten Morgen. So. Ja, dann mache ich dir...